Ja, den Bahnhof hier haben wir erweitert. Da kann jetzt sich hier noch mehr die Schlange anstellen demnächst und dann werden wir sehen, wie es da weitergeht. Wir hatten den anderen Zug, wo das Holz nicht lief. Das ist auch erledigt. Das sollte da auch sein. Gut, dann wollen wir in dieser Folge mal gucken, was wir noch optimieren können. Ne? Da unten steht ja 372.000. Vielleicht können wir noch einen Zug austauschen, wenn wir noch einen haben. Nach dem Logo wissen wir gleich mehr. So, dann gehen wir hier mal in die Liste rein. Alte Züge, 45 Jahre, sehr schlecht. Das heißt, das sind sogar Straßenfahrzeuge. Okay. Ja, dann gehen wir doch hier hin. Fahrzeug verwalten. Alle austauschen und einen Kipper draus machen, ne? Zack. So, dann alle wieder neu. Gucken wir weiter. Okay, der ist tatsächlich im schlechten Zustand, nicht im sehr schlechten Zustand. Dann brauchen wir den noch nicht austauschen. Hier haben wir aber auf Linie 78 noch zwei LKWs. Die können wir beide austauschen. Zack. Haben wir das auch. Schlechter Zustand hier unten noch. Ah, ein paar Straßenbahnen haben wir da noch mit sehr schlechtem Zustand. Auf Linie 40. Ah ne, das sind Busse, ne? Das sind gar keine Straßenbahnen. Das ist ja ein kleinerer, das ist ja ein größerer. Ne, lassen wir so. Auch fertig. Und dann geht es auf Linie 3 zum Beispiel weiter. Erledigt. Linie hier unten sind auch noch schlechte. Ist komisch, die sind 34 und halten länger, ne? Linie 9. Auch neu. Kann weg. So, immer noch sehr schlechte Fahrzeuge hier unten auf Linie 8. Haben wir auch. Alles neu. Linie 2. Auch alle neu. Und noch mehr schlechte Fahrzeuge auf Linie 30. Auch erledigt. Linie 32. Passt. Wie viel haben wir denn da noch? Ah, okay, nicht mehr viel. Linie 38, Fahrzeuge verwalten. Erledigt, das war nur einer. Linie 39 sind zwei. Erledigt. Und dann Linie 14. Das können schon die letzten sein, oder? So. So, und dann haben wir schlecht und mittelmäßig. Komm, dann machen wir gerade die drei schlechten LKWs hier auch noch mit. Zack, fertig. Okay, der Zug ist da. Oh, der steht immer noch außen vor. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt das geschafft, dass der nicht rüber hängt. Aber er hängt wohl immer noch rüber. Aber das ist nicht schlimm. Das passt schon, ne? Hier steigen nur sieben ein. Okay, der hat jetzt mit mehr gerechnet. Aber vielleicht kommen die noch, wenn die da rausgelaufen sind, ne? Das weiß man natürlich nicht. Bus fährt aber mit 7 weg. Gut, dann Linienstatistiken, oder? Ertrag.
Wieso hat dieser Zug so schlechte Karten hier? Ah, nicht den Bahnhof konfigurieren, ich wollte den Zug ansehen. Was ist hier falsch? Ach so, das ist unser Zug, der mit Holz beladen werden muss, okay. Also kein Problem, die arbeiten da ja dran, ne? Allerdings können die wahrscheinlich dran da arbeiten, weil Holz fehlt, ne? Wer ist denn Lieferant? Der ist schon weit weg, der ist auch weit weg. Eibenstock ist hier. Und die sind hier. Kettersmühle ist natürlich ganz weit weg. Das wäre hier. Kettemers Mühle ist auf dem Dreieck. War das jetzt hier? Hier ist es. Können wir denn schauen, dass wir die irgendwo beladen können? Aber hier lohnt es nicht hin, hochzufahren. Das wäre dann schon hier irgendwo einen Hafen hinzubauen, damit wir das Holz dahin kriegen würden, ne? Anleger wäre natürlich hier. Könnte man also auch eine Brücke bauen, ne? Und dann mit dem Auto darüber fahren und dann mit dem Schiff hoch. Lass uns mal die anderen gucken. Der ist noch weiter weg. Gospoda ist hier auch nicht gerade näher. Kettemers Mühle wäre da nochmal und Eibenstock ist hier. Das ist da. Eibenstock war hier. Da fährt auch der Zug nebenher, ne? Also wäre das doch ein einfaches Teil hier. Wo fahren denn die LKWs hin? Okay, die fahren bis da hinten hin sogar. Was bringen die denn hier hin? Ach, Bretter. Oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Aber die bringen doch das. Oder das ist doch kein Sägewerk hier, ne? Da ist doch was falsch am Laufen, oder? Das sind doch Baumstämme. Warum fährt Linie 75 dahin? Holz ist da schon drauf, klar, aber hier ist ja ein Wald. Und Abnehmer ist Hallandorf. Kettemers Mühle wäre da. Kiesenhorst ist hier, okay. Kiesenhorst wäre ja richtig, ne? Lass uns noch mal gucken, die Linie 75. Ach so, warte mal, die liefern hier vielleicht ab. Und Linie 70 nimmt es dann mit, ne? Ja, genau so ist es bestimmt, ne? Wo fahren die denn jetzt dann hin? Ist ja auch nicht richtig, oder? Linie 75. Linie 70. Linie 70 ist hier und geht bis nach hier. Die brauchen das da aber nicht, oder? Irgendwas ist hier ganz falsch am Laufen. Warum fahren da LKWs mit dem hier? Eisenteile bringen die dahin, okay. Wenn die da Eisenteile hinbringen, ist ja richtig. Das wäre von hier aus. Aber warte mal, das ist Linie 75, die war von da hinten. Das war hier. Ich komme gerade nicht hinterher. Und Abnehmer ist Giesenhorst hier hinten.
Wer kann denn dann da? Der Zug fährt ja. Ach so, der Zug nimmt das dann wahrscheinlich mit, ne? Kann das sein? Oder er sollte es vielleicht mitnehmen, was er aber auch nicht tut. Hier wird ja gar nicht angeliefert, ne? Da passt doch wieder was nicht. Also die Stämme. Transportiert die dir gar nichts. Die Linie ist aber da, die fährt hier durch und fährt bis hierhin. Und der ist nicht mit dem verbunden. Das ist das Problem, ne? Der ist nicht mit dem verbunden. Dann müssten wir mal gerade schauen, ob wir das anders hier gestalten, dass das auch mit dem verbunden ist, ne? Kriegen wir das denn geschickt dahin? Nee, das macht es jetzt nicht so wichtig. Ich würde den tatsächlich jetzt hier abreißen wollen. Den noch mal aufbauen. Güterkopfbahnhof. Und würde so gehen. Warte mal, das kann man ja noch ein bisschen verfeinern, ne? Oder wie war das? Ah, obwohl das würde passen. Gehen noch zwei Gleise, ne, ne? Oh, da blinkt er gerade irgendwo so ganz leicht auf. Aber wenn er aufblinkt, ah, doch da. Und jetzt noch länger mal gerade. Den 320 kriege ich ihn aber nicht für hin, oder? Ah, da war, da ist er. Alles ist weiß, passt. Jetzt noch schnell die Gleise da dran, ne? Passt. Ich hoffe, jetzt wird die Fracht dann nichts wartet. Ist die Frage, ob der Zug das übernommen hat, den wir da hatten, ne? Eigentlich ist das so, ne, oder? Aber ich sehe jetzt hier nicht, ne? Keine Linie. Welcher Zug war das? Gute Frage, ne? Wo fuhr der hin? Aber hier ist schon eine Warnung, ne? Linie 71, ist sie das? Wahrscheinlich, ne? Und die müssen wir jetzt bearbeiten. Nee. So. Linie 71 geht jetzt wieder. Der Zug fährt jetzt dann wohl, ne, oder? Keine Warnung kann weg. Hier ist Holz, oder? Einmal Holzbretter.
Farmer. Der fährt jetzt nicht, weil die Strecke nicht frei ist, oder? Kann das sein? Jetzt lädt er wieder nicht, ne? Aber hier ist was drauf. Es kommt hier was rein. Jetzt wird er raus. Hier ist ganz viel stehend. Ach doch, er wird betankt, oder? Ist der voll? Ja, der ist voll, okay. Und der andere fährt jetzt wo? Hier. Aber der ist dooferweise leer, ne? Der fährt aber bis hierhin. Und Linie 70 ist der Zug, den wollten wir jetzt nicht. Wir wollen die andere Richtung, die 75 wollten wir. Mal gucken, ob hier was liegt. Der fährt aber noch ohne los. Ein Holzstamm liegt hier. Könnte ein bisschen mehr sein, ne? Aber hier, Transport 38% jetzt. Das war vorhin, glaube ich, nicht da, ne? Und jetzt ist immer noch ein Holzstamm. Ist die Frage, ob das mehr wird, ne? Ist natürlich eine lange Strecke, ne? Da so Sinn macht. Wo ist der Zug? Da, ne? Der biegt jetzt hier ab, oder? Ja. Lass mal gerade schneller laufen. Er hat jetzt hier Stahl geliefert, ne? Passt ja auch. Kommen ja dann Zahnräder raus. So, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Hier ist nichts. Aber er hat was. Drei Stück. Nimmt auf jeden Fall jetzt drei mit, aber für ihn ist jetzt nichts geblieben. Ne? Ah, jetzt kommt das erste Holz wieder. Okay, die Produktion wird aufgenommen, so sieht das wohl aus. Gut. Das ist jetzt nicht unser Zug, ne? Der ist ja mit was anderem beladen. Ne, der ist das nicht. Da auch nicht, hier ist er. Und er lädt jetzt auch. Das sieht ja erstmal gut aus, oder? Und die kriegen dann ja auch Holzstämme, die bringt er ja mit. Dann wird das ja auch besser. Das ist schon mal was. Okay, ich würde sagen, wir machen aber erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.